Ich habe gerade irgendwas gehört. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute eine Folge Random Mesh. Mit am Start Fritz und Bommel als Security. Ich bin der Agent und heute gibt es keine Option zum Verlieren. Ich werde dieses Ding rocken. Mitspielen. Drei Spieler treten gegeneinander an. Der Agent, der eine zufällige Mission erhält und mit einem geheimen Special Gadget ausgerüstet ist. Gegen das Security-Team, welches die Missionserfüllung verhindern soll und mit Funkgeräten miteinander kommuniziert. Das Spielfeld begrenzt sich durch vier ehemalige Wohnblöcke. In dem Innenhof der umgrenzenden Wohnblöcke befindet sich das Ziel Nummer 1, direkt in der Mitte. Im nördlichen Plattenbaukonstrukt befindet sich das Ziel Nummer 2, in der obersten Etage, sichtbar am Fenster aufgestellt. Die restlichen drei Ziele befinden sich in den östlichen, südlichen und westlichen Wohnblocks. Welches Ziel? Und was habe ich für eine Aufgabe? Bitte, bitte. Ziel Nummer 2. Boah, nein, ganz oben. Was muss ich mit dem Ziel machen? 1 und 2 ist stehlen, 3 und 4 ist fotografieren, 5 und 6 ist Bomben platzieren, also den quasi das Missionsziel sprengen. Ach du Schatz, ich muss ihn sprengen. Das heißt, ich muss ins nördliche Gebäude vorrücken, einen Sprengsatz deponieren, das ist das quasi das, mein Sprengsatz mit einem Timer versehen und dann das Ding zur Explosion bringen. Ob ich das hinkriege? Auf geht's zum Startpunkt. Finde ich jetzt am Startplatz ungefähr 2 Blocks nördlich von dem eigentlichen Ziel. Ich habe Ziel 2. Ziel 2 bedeutet ganz oben, letzte Etage. Jeder kann das Ziel vom Innenhof aus nach oben sehen. Eigentlich eine ziemlich fiese Geschichte. Und da muss ich hoch. Erstmal die 6 Etagen her, da bist du ja schon komplett lahm. Und dann noch unerkannt. Ich setze heute alles auf mein Special Gadget. Ich zeige euch mal mein Special Gadget. So sieht das gute Stück aus. Kurz hinstellen. Das ist eine Blendgranate. Einfach hier oben die Splinte ziehen. Nummer 1. Nummer 2. Wenn ich jetzt loslasse, dann ist das Ding quasi scharf. Das führt zu einer hellen, blitzartigen Explosion. Nein, das ist natürlich Quatsch, Freunde. Ich habe hier keine echte Blendgranate. Das ist nur ein Dummy. Aber so würde das Ding aussehen. Wenn ich keine echte bekomme, dann brauche ich mir was. Das hier ist quasi ein selbstgebastelter Rauch- und Blendgranate. Hier vorne haben wir zwei Blitzkörper dran, die so viel Magnesiumblitze erzeugen, dass du nichts mehr siehst. Und hier hinten haben wir einen roten Rauch, der natürlich unglaublich viel vernebelt. Mein Plan ist, mit diesen Rauchkörpern Platz 1, also den Innenhof komplett auszunebeln, dass die glauben, ich muss mir die 1 schnappen. Und dann die Chance der Stunde, also die Gunst der Stunde nutzen, hoch den Sprengsatz platzieren und mich dann aus dem Gefahrenbereich bringen und dann das Ding sprengen. Ob mir das heute gelingt, werden wir sehen. Die Mission läuft ab jetzt. Nordaußenseite. Da kommt die Sau, die läuft eine Runde, das Bommel. Bleib jetzt stehen. Scheiße, hab ich gesehen. Okay, Bommel scheint also der Part zu sein, der jetzt eine Runde läuft. Geht er eine Runde oder geht er zurück und kommt dann wieder lang? Das ist die Frage. Das ist echt schwierig. Ich hab grad festgestellt, dass meine Kleidung unglaublich rasch ist. Zweiter Versuch, ohne Rascheln. Ja, das ist besser, das ist viel, viel besser. Ich taste mich jetzt rüber in den nächsten Block, der direkt davor, dem nördlichen Block ist, wo die 2 drin ist. Da gehe ich jetzt hin. Oh, mir geht so die Bombe, Alter. Oh. Thank you.
Fragestandort. An der Nordwestkreuzung und kann den kompletten Westweg und Nordweg einsehen. Ich würde mal kurz 5 Minuten hier einen Stopp machen und mal einfach hören und beobachten. Zeigt sich nicht. Vielleicht ist er auch gerade hier direkt irgendwie hinter mir im Haus und beobachtet mich. Du bist auf deiner Position, ja? Ich bin immer noch an der Kante Nordwest. Okay, ich bin Südwest. Südverlegung gerade, Innenseite. Okay, ich würde einfach mal den Nordblock wieder lang gehen. Yeah.
Ich habe gerade irgendwas gehört. Auge im Westblock. Okay, ich habe nichts gehört, negativ. Ich gebe mich jetzt ins Ziel einbringen. Scheiße, okay. Sprengung ist erfolgt. Okay, Leute, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Sprengung scheint erfolgt zu sein. Der ist uns anscheinend durch die... Die Sprengung ist erfolgt für Dose 2. Dose 2. Scheiße. Von Dose 2 kommt ein klarer, eindeutiger Sound. Scheiße. Leid, mal ganz gerockt! Oh, wie geil ist das denn? Ja, voll sie kann nicht mehr. Alter, ich hab ohne Scheiß, ich hab da so eine Krämpfe da umgekriegt. Scheiß mir gar nicht in die Hose. Boah, ohne Scheiß. Es war echt nicht leicht. Irgendwann findet doch ein Windeshund in meinem Korn. Aber gut gemacht, ne? Ihr seid ganz halt random gelaufen, oder? Ja, genau. Boah, Alter. Bis ich ein Zeitfenster hatte, halbe Stunde gebraucht. Das war eine Folge Random Mission. Ich habe als Agent absolut nicht verkackt. Ich habe das eingelöst, was ich versprochen habe. Ich habe gewonnen. Ich habe die beiden Securities alt aussehen lassen. Glück, reines Glück. Reines Glück. Damit möchte ich mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein paar Kommentare. Was hättet ihr an meiner Stelle anders gemacht? Wärt ihr irgendwie anders vorgegangen? Oder sagt ihr, geil, dann lasst mir einen Daumen da. Macht einen Daumen nach oben. Ja, die Problematik war, dass wir leider keine andere Folge bei Fritz drehen konnten oder mit Bommel drehen konnten, weil einfach wir wieder gestört wurden durch meinen Besuch, sagen wir es mal so. Wir wussten nicht, wer es ist, wir mussten halt uns verstecken und abwarten. Deshalb gibt es nur eine Folge bei mir, aber es wird eine nächste Folge geben, die definitiv mit Fritz als Agent und Bommel als Agent drehen werden. Und da darauf dürft ihr gespannt sein, aber damit bin ich jetzt raus. Nicht vergessen, wer Schwitz stirbt, weil man einfach liebt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!